Florian Huemer ist Landwirt, baut Kürbis und Kartoffeln an. Letztere bringt er frisch vom Feld direkt in den Luftenberger Hof. Ackerbaubetrieb, spezialisiert aber schon in der dritten Generation auf den Anbau von Speisekartoffeln für die Gastronomie und Großküchen im Großraum Lenz. Über die Jahre haben sie einfach drei Hauptsorten außerkristallisiert, die sehr geeignet sind auf unsere Böden und am Standort. Dort ist es so, dass etwas mittelfrühere Sorten, späte Sorten und mehlige Sorten sich durchgesetzt haben. Heute kommen Kartoffeln ins Curry. Gemeinsam mit Tomaten, Karotten und etwas scharf gewürzt. Koch Walter Jäger verwendet dafür regionale Zutaten. Mühlviertlerisch einerseits wegen die Kartoffeln und auch wegen viele anderer Gemüsekomponenten, die ja auch viele aus Oberösterreich beziehen. Und mit Kernöl, weil das Nussige mit dem Curry-Geschmack, mit dem leicht asiatischen Touch sehr gut harmoniert. Florian Huemer und Walter Jäger sind beide Genusslandpartner. Genussland ist, finde ich persönlich, eine tolle Möglichkeit einfach für Direktvermarkter, sprich kleinere Landwirte, einfach die Plattform zu nutzen, ihre Produkte auch an den Markt zu bringen. Naja, es ist schon immer erstens eine Kontrolle, zweitens einmal auch eine Unterstützung für uns, wo man wirklich dann auch der Kunde sieht, hoppala, hier wird wirklich regional gekauft. Und für uns sehr wichtig, wann auch einmal ein Lieferant ausfallen sollte oder man für ein Produkt einen braucht, reicht meistens ein Anruf und man hat dann sofort wieder ein paar Lieferanten an der Hand. Ein Mühlviertler Curry mit Gemüse und Kernöl, angerichtet mit viel Liebe zum Geschmack.